Okay, Leute, weiter geht's bei Let's Play Terranigma. Und ich habe euch zwar gesagt, wir gehen ins Dorf, werden wir auch zu gegebener Zeit. Und auch noch in diesem Part, ja. Aber ich habe was ganz, ganz Wichtiges vergessen. Nämlich in Turm 4. Ja, ein ganz story-relevantes Item. Und deswegen holen wir das eben schnell nach. Es sollte nicht allzu viel Zeit in Anspruch nehmen. Ich glaube, ich erinnere mich an den Weg und ja, den falschen Weg sind wir häufig genug gelaufen beim letzten Mal. Deswegen denke ich mal, dass wir das diesmal besser machen können. Außerdem, ach, so viel kann ich euch erzählen. Der gute Gons hat mir gesagt, wofür der Glückswert eigentlich alles verantwortlich ist. Und das ist gar nicht mal nur, die Chance auf einen Volltreffer. Nein, die beeinflusst auch mein... Moment, fuck you. Mein... Ja, also die Chance, vergiftet zu werden. Je höher unser Glück ist, desto eher werden wir nicht vergiftet. Außerdem wollte ich mir mal ansehen, ich meine mich zu erinnern, dass wir hier noch eine Rüstung haben, die ganze Zeit nicht ausgerüstet war. So ist es, ja. Ausgerüstet. So. Scheinbar für uns nie notwendig gewesen. Deswegen haben wir das jetzt mal einfach schnell nachgeholt. Hooray! So, so, so. Ihr seid tot, das ist schön. Ja. Des Weiteren, an der Overworld der Unterwelt. Da kam die Frage auf, was das Blaue am Himmel ist. Einige, wie auch ich, vermuten, dass es der Himmel ist. Andere hingegen vermuten, dass es einfach die Oberwelt ist, die da reflektiert wird. Ja, was ist eure Meinung dazu? Was könnte es sein? Was ist es wahrscheinlicher? Sagt es mir, ich bin gespannt. Nämlich, hier haben wir was ganz, ganz Wichtiges vergessen. Buh! Ein Kristallfaden. Warum der so wichtig ist, zeige ich euch gleich. Wir machen uns erstmal wieder aus dem Weg. Aus dem Weg? Aus dem Staub, wollte ich sagen. Ja, wir machen uns wieder aus dem Staub von Turm Nummer 4 und gehen ohne Umschweife zu Turm Nummer 5. Ich hoffe, das ist der schnellste Weg nach draußen. Ich bin mir nämlich gerade nicht so sicher. Ist das hier schon der Eingangsbereich? Nein, ich denke nicht. Das könnte er sein. Ist er das? Ja, ich glaube, er ist es. So, und mit Turm Nummer 5 hat es etwas ganz Besonderes auf sich. Was das genau ist, zeige ich euch sofort. Und da war meine Stimme weg. Sie ist einfach verkackt. So mitten im Reden weg. Ich glaube, hier war Turm Nummer 5. Jawohl. Jetzt, ja, ihr seht es gleich nochmal mit der Overworld. Erstarrt. Piu. Ja. Da scheinen wir also nicht weiterzukommen. Extrem unschöne Sache. Aber gut, wir haben uns... Ja, jetzt seht ihr es hier übrigens. An der Oberfläche hier. Oberfläche, an der Oberseite. Ja, hier gibt's bald hin. Nach dem fünften Turm besuchen wir dieses kleine Örtchen. Das stille Örtchen da quasi. Und dann wird das Geheimnis um diesen Ort endlich mal gelüftet. Ja, wir haben gesagt, wir wollten unbedingt mal in die Stadt mit den ganzen enteisten Menschen reden, ob es da was Neues gibt. Wer weiß. Schauen wir nach. Aber zuvor, wir haben einen Kristallfaden und wir kennen sicherlich alle eine Weberei, oder nicht? Ich denke schon. Schauen wir mal nach, was Melina so zu sagen hat. Dieser Faden, er ist wundervoll. Es ist ein Kristallfaden. Kann ich ihn haben? Ich werde ihn an diese Weste einweben. Ich bin sicher, dass dich dies kräftigen und schützen wird. Selbstverständlich. Was hatte ich vor zu tun? Ich gehe mal gerade zurück wieder rein. Vielleicht ist sie also schon fertig. Ich weiß es nämlich gerade nicht. Ich werde morgen früh damit fertig werden. Ark, du siehst müde aus. Geh nach Hause und ruhe dich aus. Besuch mich dann morgen wieder. Gesagt, getan. Gab es nicht noch was ich hier erledigen wollte? Ja, gab es. Eigentlich gar nicht so wichtig, aber der Vollständigkeit halber möchte ich gerne machen. Wir gehen nämlich hier in diesen Laden rein. Zum Händler. Und kaufen uns. Was sind das? Achso, das ist irgendeine Saat. Eine neue Waffe. Und eine neue Rüstung. Ich werde die allerdings beide nicht ausrüsten, weil der
Wie heißt denn der jetzt nochmal? Der Kristall. Also dieser eine. Jetzt muss ich gucken. Ich will ja nichts Falsches sagen. Dieser eine Speer, den wir haben. Der Kristallspeer tatsächlich. Hat nämlich die Eigenschaft, uns KP zu heilen. Und das ist mir halt die ganze Zeit nicht wirklich aufgefallen. Jetzt hingegen schon. Deswegen werde ich jetzt nicht die Waffe wechseln. Aber gut, wir sollen uns hinlegen. Und mal sehen, was passiert. Hat wohl jemand äußerst ungut geschlafen. Alle anderen schlafen auch. Dann wollen wir die auch mal nicht wecken. Das Essen brodelt immer noch auf dem Herd. Ja, und jetzt macht das Ganze schon einen etwas angsteinflößenderen Eindruck hier. Ihr hört's. So komplett ausgestorben bei Nacht. Ja, mit halbtoten Menschen, beziehungsweise mit seelenlosen Menschen. Das Ganze ist schon ein wenig, ja, angsteinflößender. Aber hier ist noch jemand am Arbeiten. Ihr Götter, erhöret mich. Ihr Mächtigen, ich flehe euch an, schützt Ark vor Verletzungen. Und bitte, bringt ihn bald wieder zurück. Ja, wir sollten sie nicht weiter stören. Sollten wir sie stören? Meint ihr, sie hat was zu sagen? Natürlich hat sie was zu sagen. Was ist los? Kannst du nicht schlafen? Deine Weste ist fast fertig. Morgen hast du sie. Arg, ruh dich etwas aus. Ich hoffe, du wirst mich nicht verlassen. Wenn die Weste fertig ist. Wenn die Weste fertig ist, Arg. Das wirst du doch nicht tun, oder? Natürlich nicht. Wer hat gesagt, ich würde in die Ferne gehen? Also ich habe gesehen, wie groß die Welt wirklich ist. Aber ich liebe diesen Ort, weil du hier lebst. Ich könnte nie gehen. Danke. Ach, diese Worte alleine reichen schon. Du hast noch etwas Zeit. Ruh dich aus, bevor du gehst. Komm morgen früh wieder. Ich werde dich erwarten. Ja, und dieses Zusammenspiel der Musik mit den Sound, mit der Soundkulisse, die ist einfach unübertroffen. Nicht zu toppen. Da kommt kaum ein Spiel ran. In dem Maße eher keins. So. Und damit hätten wir den nächsten Morgen. Wieder aus dem Bett gefallen. Ja, wenn das bei mir der Fall wäre, dann könnte ich morgens weitaus früh auf der Arbeit sein. Bei mir ist es leider genau das Gegenteil. Ich schlafe einfach immer weiter, auch wenn der Wecker klingelt, auch wenn zwei Wecker klingeln. Ich brauche leider tatsächlich drei Wecker und das ist kein Witz. Wishmo oder Alka-Drama können euch das bestätigen. Von zwei werde ich nicht wach. So, hast du unsere Weste fertig? Na, Ark, hast du gut geschlafen? Hier, nimm dies. Die Weste ist robust und widerstandsfähig. Beim Weben betete ich, dass dir nichts passiert. Sie wird dir gute Dienste leisten. Trage sie, wenn du in Gefahr bist. Wir erhalten die Titanium-Weste. Na, das ist doch was. Sei vorsichtig. Ich werde für dich beten. Ja, deshalb sagte ich, der Vollständigkeit halber, habe ich diese eine Waffe gekauft. Natürlich haben wir hier eine weitaus stärkere. Also ihr seht, plus 2. Das ist unsere aktuelle. Und hier die Weste plus 3. Zum Nulltarif. Abwehr plus 6. Melina webte diese Weste. Und ja, genau die möchten wir auswählen. Ja, und wie ihr es schon wahrscheinlich richtig vermutet, mit dieser Weste werden wir uns jetzt schnurstracks, ohne große Umschweife und ohne viel Zeit zu verlieren, wieder zu Turm 5 begeben. Wer weiß, was Melinas Gebete gebracht haben? Finden wir es raus. Turm Nummer 5 von 5. Triff deinen Schöpfer! Ja, allzu weit ist es nicht. Und ich muss sagen, mir gefällt es einfach hier. Die Musik, die ist so atmosphärisch. Ich möchte am liebsten die Unterwelt nie verlassen. Turm Nummer 5. Und rein da. Mal sehen, was passiert. Er starrt.
Der Wächter erscheint aufs Neue. Die Titanium-Weste hat dich bewahrt. Ja, deshalb sagte ich, das eine war ein Pflicht-Item, der Kristallfaden, weil sonst wären wir hier niemals weitergekommen. So, hier haben wir noch ein paar Gegner, die wir auf dem Weg nach oben natürlich mitnehmen werden. Das wäre ja völliger Quatsch, wenn wir das nicht tun würden. Und der Magier starrt dich böse an. Ark ist gelähmt. Das ist jetzt nicht so cool, es sei denn, er trifft mich nicht. Ja, wir haben ein bisschen was Geld ausgegeben, deswegen schadet es auch nicht, wenn wir hier ein neues Geld einsammeln. Wer weiß, wofür es gut ist, ja. Gegen die können wir uns ja nicht wirklich wehren, deswegen machen wir uns direkt weiter ins nächste Obergeschoss. Und schauen wir, was haben wir denn hier? So, Dies ist deine letzte Aufgabe. Gehe nun. Aber jetzt möchte ich erstmal sehen, was da ist. Nichts. Um genau zu sein, gar nichts. Alle Abkürzungen nach unten. Und nö, nochmal besiege ich euch nicht. Oh ja, natürlich besiege ich euch nochmal. Ich meine, dadurch kriege ich Level 7. Also es ist gar nicht mehr so schlecht hier. KP steigen um 6, Stärke um 1, Abwehr um 1. Und das Glück sogar nochmal mit. Yay. Da freut sich sogar der kleine Ark. Übrigens wurde auch vermutet, Ark, der englische Name für eine Arche. Also ihr merkt schon, das Ganze ist, ich will nicht sagen biblisch, aber es gibt schon diverse Anspielungen. Also, unsere letzte Prüfung erwartet uns. Rein da! Ja, das ist wohl eine Aufgabe, der wir hoffentlich gewachsen sind. Der Gegner ist stark, wenn ich mich nicht täusche. Wow! Und ihr merkt schon, was er tut, richtig? Er bewegt sich auf uns zu. Aber mit ein bisschen Geschick kriegen wir das hin. Ja, uns wird die Sicht genommen. Eine Kralle hat er bereits verloren. Ja, hier ist eindeutig der Stich die bessere Wahl. Und schaut mal da oben noch. Oh. Wow, von dem sollten wir uns übrigens nicht treffen lassen. Das ist alles andere als eine gute Idee. Und wir machen guten Damage, haben viele Volltreffer und haben uns natürlich treffen lassen. Genau das, was ich verhindern wollte. Ich glaube, hier wäre es sogar sinnvoller, dieses Dauerfeuer zu verwenden. Aber das ist mir gerade viel zu unsicher. Deswegen fliegen wir weiter durch ihn durch. Und er sollte nun bald das Zeitliche gesegnet haben. Und ich finde ihn ein ziemlich interessanter Gegner. Er macht gerade zwar nicht wirklich viel, aber er sieht umwerfend aus. Der Mohrenskorpion ist bezwungen. Ark. Du hast alle Prüfungen bestanden. Nun kann deine Reise beginnen. Kehre noch einmal ins Dorf zurück. Und ja, ihr habt ganz richtig gehört. Logischerweise war das natürlich noch lange nicht das Ende von dem Spiel. Ganz im Gegenteil. Ich rechne mal mit 40 bis 50 Parts. So in dem Schnitt. Und der Wächter hatte nicht ganz unrecht. Unsere Reise wird jetzt erst beginnen. Ein weiterer Blick auf die bereits so volle und so farbschöne Landkarte der Oberwelt. Und ein weiterer Kontinent. Und ich glaube, das ist ziemlich offensichtlich. Das sollte die Arktis sein. Wenn ich mich nicht allzu stark täusche. Ist es die Arktis? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Das sieht ein bisschen aus wie Australien und das erinnert mich auch schwer an den Ayers Rock. Australien haben wir auch noch nicht, ne? Das könnte durchaus Australien sein. Und seht mal diesen Effekt für den Super Nintendo, diesen Zeitraffer-Effekt von dem Himmel und den Wolken. Das ist so Hammer. Versetzt euch mal, ja, wie lange ist es jetzt her? 19 Jahre? Ne, 10, 9, 10? 10 Jahre? 19 Jahre wäre ein bisschen viel, ja. 10 Jahre ist es her. Nein, es sind tatsächlich fast 20 Jahre. Mein Gott, wo bin ich denn mit dem... Oh Gott!
19 Jahre ist es her, als das Spiel gemacht wurde. Ja, so ungefähr. Australien. Okay, es ist Australien. Australien kehrt aus den Tiefen des Meeres an die Oberfläche zurück. Ich habe vergessen, von wann das Spiel ist, um ehrlich zu sein. Ich glaube, es war von 96, oder? Dann ist es halt fast 20 Jahre. Na gut. Sind es halt 16. Und damit sollten auch die letzten Menschen wieder ihre Seele zurückerobert bekommen. Ihre Seele zurückgewonnen haben. Aber ich habe euch lange hingehalten. Ihr fragt euch sicherlich, was dieses grüne Ding hier ist. Und ich möchte das Geheimnis unendlich lüften. Ja, ihr hört's. Es ist ein Tempel, aber kein gewöhnlicher Tempel. Nein, ganz und gar nicht. Nämlich ist dieser... Bin ich gemutet? Nein, ich musste mich nur natürlich treffen lassen. Um ehrlich zu sein, ist dieser Tempel ein optionaler Tempel, der zwar nicht zwingend storytechnisch relevant ist, aber ihr wisst, ne? Ich mache gerne Sachen nur halb. Fuck you. Und deswegen, entweder ganz oder gar nicht. Bisschen schwanger sein geht auch nicht, also los. Na komm her. Du, kaputt. Ja, wenn wir vorher hier gewesen wären, hätte uns das Ganze nichts gebracht. Dann würde uns gesagt... Polynesien kehrt aus den Tiefen des Meeres an die Oberfläche zurück. Also wie gesagt, wenn wir vorher hier gewesen wären, wäre aus der Tür eine Stimme gekommen, die uns sowas gesagt hätte wie, nicht jetzt. Kommt zurück, wenn alle fünf Türme oder wenn alle fünf Kontinente wieder an der Oberfläche sind. Ja, Polynesien, gerade befreit, der vergessene Kontinent. Wer weiß, was es mit dem auf sich hat. Und schaut mal hier. Ein weiterer. Schrein. Ich hoffe, das ist der richtige Weg. Natürlich ist er das nicht. Jetzt, ich weiß den Weg gerade. Ja gut. Ich glaube, ich kann nur den hier ordentlich bewegen. Hab wahrscheinlich... Nee, habe ich noch nicht versaut. Ja, okay. Das ist nicht allzu schwierig. Auch ein optionaler Dungeon, wenn man so möchte. Der optionale Schrein Nummer 2 von 2. Damit kriegen wir Mu. Mu kehrt aus den Tiefen des Meeres an die Oberfläche zurück. Ja, man sieht es nicht auf der Landkarte und wir werden auch nur wenig Zeit da verbringen, aber ich werde es euch natürlich nicht vorenthalten. Wir machen uns jetzt noch auf den Weg zurück in die Stadt und dann werde ich den Part beenden. Und ich denke, es wird auch Zeit, langsam von Melina Abschied zu nehmen, weil wahrscheinlich weiß sie genauso gut wie ihr und ich, dass Ark nicht in der Unterwelt bleiben kann. Rein praktisch gesehen natürlich schon, aber wir sind ja nicht irgendein Held, nicht wahr? Okay, Leute, ich sage danke fürs Zugucken bei Let's Play Terranigma und wir sehen uns im nächsten Part. Macht's gut. Tschüssi.